Aber es geht um die Wahlen. Du warst Wahlhelferin, du hast mir gezeigt, also deine Berufung oder wie ist das? Also man wird Nein, eingeladen als ja, die Wahlhelfer. Stadt, es war genauer gesagt die Bundestagswahl 2013. Und ja, viele Bürger werden das kennen. Man kriegt dann so einen Schrieb, man wird dann eingeladen als ehrenamtlicher Wahlhelfer oder zumindest Beisitzer an der Wahlurne und so weiter. Und dann gibt es auch für den Wahlvorstand bei der Stadt spezielle Schulungstermine. Da kann man also dann lernen, wie man diese Formulare, diese Das sage ich mir Zellformulare gerade, dann also das. auszufüllen hat. Ja, okay. Und ja, und dann wird man eben halt da ein bisschen unterrichtet, was man an dem Wahlabend zu tun hat. Und ich bin dann an der Bundestagswahl an dem Tag in dem September in Hannover zum Wahlhelfen und zum Auszählen angetreten. Ja, und ich hatte dir das ja schon mal so in der E-Mail geschrieben. Ich habe mich dann so gegen 18 Uhr abends im Wahllokal in einer Schule in Hannover-Dörem an der Lockumer Straße eingefunden zum Zählen. Tagsüber war ich schon ein paar Mal im Lokal gewesen. Ich sage, braucht ihr Hilfe? Ja. Weil so die meisten Wahlhelfer finden sich morgens ein und dann wird so der Schichtdienst Besprochen, verabredet, ja. wer von wann bis wann an der Urne mitsitzt. Und abends heißt es dann, müssen wir alle haben zum Auszählen eben halt. Ne? Und manche wollen auch abends nicht bleiben, weil das manchmal schon recht lange gehen kann mit dem Zählen. Also sind die einen dann lieber, die dann den Tag Ja, machen und die anderen sagen, die. genau. Und da also die Tagschichten schon vergeben war, habe ich dann gesagt, okay, komme ich abends. War sowieso für mich das Interessantere. Dann habe ich mich eben halt 18 Uhr im Wahllokal auch eingefunden, beziehungsweise schon ein bisschen vorher. Und da ist mir schon so ein bisschen was aufgefallen vorher. Ich sah da so ein paar junge Leute zur Wahl kommen, die kamen so im Pulk. Immer so drei oder vier auf einmal. Und dann ging einer dahin, ließ sich also in der Wahlliste abhaken, kriegt dann einen Wahlzettel. Und dann ging ich zu dritt in die Wahlkabine. Da habe ich schon gedacht, was ist das denn? Zu Und hatten dritt in sehr der viel Zeug Wahlkabine. dabei, so eine große Tasche und so. Naja, und es dauerte relativ lange. Ich habe eigentlich gedacht, also Kreuzchen machen geht doch eigentlich ganz schnell, ne? Naja, und dann kamen sie raus und dann hat er seinen Zettel da so zusammengefaltet gehabt. Und dann habe ich schon gedacht, was ist das denn? Irgendwie, die Wahlzettel waren grau. Und der Wahlzettel war irgendwie so zusammengefaltet, dass innen drin noch ein zweiter Zettel reingefaltet war und der war nicht so grau, der war weiß. So, und dann rein in die Urne. Und als wir dann später die Urnen aufgemacht haben, habe ich sofort auf den ersten Blick gesehen, da sind nicht amtliche Wahlzettel dabei. Das heißt, die waren in der Farbe und auch von der Papierbeschaffenheit abweichend. Die waren nicht so gräulich wie die amtlichen Wahlzettel, die waren etwas weißer. Und ich meine, auch vom Papier wären sie etwas fester gewesen, ganz geringfügig nur. Okay. Und das waren also offensichtlich, ich sage jetzt mal, nachgemachte Wahlzettel. Und ich denke mal, es war ein Test. Es war ein Test von den jüngeren Wählern, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir scannen und machen unsere Wahlzettel selber. Und es hat dann natürlich auch zu dem Ergebnis geführt, was beabsichtigt war, wohl. Es waren mehr Wahlzettel in der Urne, als Wähler in der Wahlliste abgehakt waren. Das hört man immer wieder, dass es wirklich Ja, mehr Stimmen also gibt als. es war ja dann auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, also ich habe in der letzten Zeit mehrere Leute gesprochen. Wenn ich dann sage, am Montag oder Dienstag nach der Wahl hatte Sigmar Gabriel noch das Wort Neuwahlen im Munde. Er ist dann aber ganz schnell ruhig gestellt worden, offenbar. Ich habe vor 2, 3 Wochen war ich noch in Thüringen, habe einen Bekannten besucht und dessen Freund, dann war man zum Kaffee eingeladen, der sagte auch, ja. Ich habe das auch gehört, dass Sigmar Gabriel zuerst noch gesagt hat, Neuwahlen. Ja. Denn der Wahlbetrug ist ja dann auch durchs Internet gegangen. Ich hatte dir ja auch einen Link mal schon im Vorfeld Da geschickt. gibt es so einiges, ne, wo eben auch in ganz Ja. vielen Wahlbezirken eben mehr Stimmen abgegeben wurden als überhaupt registrierte Wähler. Richtig, richtig. Und Und das fällt das ja also dann der auf. Wahlbetrug war ziemlich schnell rum. Ja. Und es ist das Interessante, die Frankfurter Allgemeine hatte am Ach so, das muss man ja jetzt zurück auch verfolgen. Am 25.07.2012 hat ja dann auch ist ja das Bundeswahlgesetz für verfassungswidrig erklärt Also worden. das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das Wahlgesetz Bundeswahlgesetz ist ist verfassungswidrig. verfassungswidrig. Und zwar So, rückwirkend bis 1956. und 2013 findet eine Wahl statt nach einem verfassungswidrigen Wahlgesetz. Es Und wurde die auch nichts Wahl, geändert, oder? es wurde nichts geändert. Ja. Und vor allen Dingen auch,
diese ganze Wahl auch mit den nichtamtlichen Wahlzetteln ist auch nichtig, null und nichtig. Ja. Und nach diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts schon hat damals die Frankfurter Allgemeine Zeitung gesagt, das Wahlrecht ist verfassungswidrig, eine konstitutionelle Staatskrise. Ja. Es hat wohl keiner verstanden, was das heißt. Naja, konstituieren das heißt ja. Erlassen. Ja. Das heißt, eine konstitutionelle Staatskrise heißt, wir haben keinen legalen Gesetzgeber mehr. Ja. Dann, aber das zusätzlich kommt jetzt noch dazu, dass, wie gesagt, jetzt auch noch Frau Merkel gar nicht legitimiert ist. Die ist gar nicht legal an der Macht. Was die macht, ist alles null und nichtig. Lass uns aber zurückkommen zu deinen Erfahrungen. Also da sind mehr Wahlzettel als Also Wähler. Es waren mehr Wahlzettel in der Urne, als Wähler in der Liste abgehakt wurden. Wie ist das denn mit den anderen Wahlhelfern? Oder wie reagiert man dann? Sagt man dann, da müssen wir jetzt mal, das müssen wir melden? Oder sagt also, man, ach, soweit irgendwie? Ich weiß, haben etliche Leute, die offenbar vielleicht auch diese Zettel produziert haben, Strafanzeige erstattet wegen Wahlbetrug. Und ich habe nur, das weiß ich aber jetzt wirklich nur vom Hörensagen, ich habe es selber nicht ausprobiert, diese Wahlstrafanzeigen sind wohl zentral gesammelt worden und wahrscheinlich nicht bearbeitet worden, denn sonst hätte es ja was gebracht. Und da ja die Staatsanwälte, die sind ja die Herren dieses Verfahrens von Wahlbetrug, Anzeigen und so weiter, die sind ja weisungsgebunden. Von der Ganz Politik. Toll. Also es laufen die unglaublichsten Sachen und keiner ja, interessiert. Keins interessiert, keiner kriegt den Hintern hoch. Es ist schon, aber weswegen ich das ja auch hier jetzt erzähle, ist eigentlich, ich möchte noch mehr Wahlhelfer, die das auch so in Erinnerung haben, ruhig dazu auffordern, dass sie sich melden sollen, sie sollen darüber sprechen. Was ich noch hier zu diesem Abend an der Bundestagswahl dazu ergänzen möchte, waren, es lief dann wie folgt weiterhin ab. Es musste mehrmals nachgezählt werden, nachdem also die Zahlen, erst am Telefon werden die nach oben durchgegeben an den Wahlvorstand. Und wenn die sagen, die Zahlen stimmen nicht überein, ihr müsst nachzählen. So, ja. Dann natürlich muss 2 bis 3 Mal nachgezählt werden. Und dann kam was sehr Interessantes. Dann wurden Wahlzettel, wenn es zu viel waren, wurden von den ungültigen Wahlzetteln erstmal welche ab in den Papierkorb. Nochmal neu gezählt, jetzt fehlten welche. Haben sie neue produziert einfach. Natürlich immer bei den ungültigen Wahlzetteln wurde das gemacht. Sie waren jetzt ungültig, weil die eben nicht offiziell... Ungültige Stimmabgabe. Nein, die ungültige Stimmabgabe. Zu viele Kreuzchen oder irgendwie durchgestrichen oder sonst irgendwas. Sind das denn also viele, gibt ungültige es, Stimmen. Gibt es dann viele Wähler, die tatsächlich den ungültig wählen, um damit natürlich. Auch einen Protest auszudrücken? Oder kann wie? Sein. Und das ist aber schon mehr als 1, 2, oder wie? Ja, das waren schon eine ganze Reihe von ungültigen Stimmen. Also dann sagt man erst, nehmen wir alle rein, dann schmeißen wir ein paar raus. Oh, jetzt fehlen welche, jetzt nehmen wir es wieder rein. Das ist ja selbstproduziert. Ich meine, das ist ja Kindergarten. Ja, natürlich. Und dieser Kindergarten wurde natürlich dann auch versucht, unter den Deckel zu halten, indem man am Ende, als dann der Zählvorgang abgeschlossen war, und dann werden ja auch die ganzen Zettel werden dann also gesammelt, eingetütet und die ungültigen Stimmen auch, die werden in einen extra Umschlag zugeklebt. Und das hat man dann alles wieder in die Wahlurnen gepackt und die werden ja dann auch verschlossen wieder und irgendwo hingebracht. Ich habe danach nochmal bei einer jetzt Gemeinderatswahl auch als Wahlhelfer wieder geholfen. Und damals, und was jetzt nicht passiert ist, das ist sehr interessant, damals bei der Bundestagswahl wurde am Ende des ganzen Zählvorganges uns allen eine Erklärung vorgelegt, die mussten wir unterschreiben. Und zwar darüber, dass wir über die ganzen Vorgänge bei der Auszählung Stillschweigen bewahren. Was du hier machst, ist also, du brichst das oder ist das zeitlich, ist das jetzt abgelaufen? Oder? Das war nicht befristet, aber es war auch nicht mit Strafe bewährt. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, nach der Wahl ist vor der Wahl und bei der nächsten Bundestagswahl nächstes Jahr kommt ja wieder derselbe. Ja. Gesetzesbruch und alle dieser, ich sage jetzt mal, Irrsinn auf den Tisch. Und ich habe jetzt gesagt, gut, das ist nicht strafbewehrt, ich rede jetzt darüber und bin auch bereit, und ich als Juristin weiß ich, was es heißt. Also Konsequenzen könnten folgen. Ich sage auch, das würde ich auch beeiden, ausdrücklich. Und ich weiß, was ein Meineid ist. Ja. Und ich beeide das auch, dass es also wirklich dann geheißen hat, unterschreiben, dass du die Schnauze hältst hier drüber. Ne? Unfassbar.
Kann man denn sowas sagen, auch wird da auch in Bezug auf bestimmte Parteien manipuliert? Das ist, man sagt, man hört ja viel, AfD ist unbeliebt. Ich bin jetzt kein Fan von der AfD, aber wenn es eine Wahl ist, dann kann es also nicht das sein, dass ich dann... Das habe ich nicht so mitbekommen. Ich habe dann nur ganz normal ausgezählt. Erst hat es mich gewundert, sag ich mal, dass also keinem diese die anderen Stimmzettel aufgefallen sind. Weder von der Farbe her noch vom Anfassen. Also es sind offenbar auch die Leute, die wohl Falschgeld nicht unterscheiden können, aber ist ja egal, das ist eine andere Masche. Das hat mich schon gewundert und dann habe ich mir gedacht, okay, sag's ist mal nichts, guckst einfach mal zu, was jetzt passiert. Aber ihr seid ja geschult worden, ist denn da auch geschult worden, wie sich so ein echter Wahlzettel anfühlt? Nein, die Wahlzettel siehst du erst dann, an dem Tag. Der ist jetzt mal, die Wahlzettel werden erst an dem Tag hingelegt, beziehungsweise die Briefwähler haben ja schon vorher bekommen. Und ich denke mal auch, da hat man ja dann auch eine Vorlage gehabt, um die mit dem Taschenscanner abzuscannen und eventuell nachzuproduzieren oder auch entsprechendes Papier zu kaufen. Es ist ja mit der Briefwahl interessant, dass man die im Grunde, obwohl die ja schon früher da sind, aber dann sagt, ja, wir warten noch auf die Auszählung der Briefwähler und dann kann sich das noch verschieben. Ist ja oftmals so, dass man sagt, oh, das Wahlergebnis gefällt uns nicht, aber die Briefwähler sind ja noch nicht. Ja, also das kann ich jetzt nicht beschwören. Also bei der letzten Gemeinderatswahl war es wohl so, dass die Briefwahlen schon irgendwie im Vorhinein schon bearbeitet worden waren. Also mir ist es bei der letzten großen müssen Wahl ja auch, die müssen ja auch in der Wählerliste schon drinstehen. Ja. Denn damit dann also die Wähler, wenn sie nochmal wählen wollen, dass man denen sagen kann, ist nicht, du hast schon, ne? Und davon gehe ich mal davon aus, dass natürlich das mit den Briefwahlen vorher natürlich schon ein anderes Verhandling ist. Aber da war ich nicht mit eingeschaltet. Ich kann jetzt wirklich nur darüber berichten, was an der Bundestagswahl an dem Abend bei der Auszählung gelaufen ist. Was ich da gesehen habe, was ich wahrgenommen habe. Und es hat mich schon gewundert, hinterher diesen Zettel unterschreiben zu müssen, diese Erklärung. Ja. Es kann natürlich in dem ganzen Verfahren auch viel manipuliert werden. Wer bestimmt dann, wer Wahlhelfer wird, wer lädt die ein? Da kann man ja auch sagen, wir laden jetzt Leute ein, die, was weiß ich, hier im Dorf bekannt sind als konservativ oder als Link. Ich denke mal, dass da der Wahlvorstand irgendwelche Leute dann mal erstmal rekrutiert. Ich weiß nicht, wonach das geht, ob das nach Zufallsprinzip geht oder so. Aber man könnte da ja auch manipulieren und sagen, ach... Vielleicht schon. Vielleicht haben sie mich auch als Wahlhelfer jetzt zur Gemeinderatswahl wieder genommen, weil ich mich bei der Bundestagswahl bereitwillig erklärt habe. Habe gesagt, ja, ich mache mit, okay. Und dann auch viele haben mich auch angegriffen, haben gesagt, warum machst du das? Bist du wahnsinnig? Habe ich gesagt, wieso? Ich möchte wissen, was läuft. Ja. Ich möchte wissen, was also hinter den Kulissen das mal so zu hören, ist natürlich sehr spannend, weil erzählen kann man, oder von außen kann man viel vermuten, aber du hast es selber erlebt. Und wird denn dann unter den Wahlhelfern irgendwie diskutiert, dass sie sagen, irgendwie bestimmt nicht, oder sagen, machen die das einfach und sagen, naja, jetzt nehmen wir die raus, ach, jetzt fehlen welche, tun wir die wieder rein. Ist das, ich meine, wie ja, ich hatte den Eindruck, so ein bisschen waren die ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die wollten eigentlich nur durchkommen und nach Hause gehen irgendwann. Waren auch genervt und ja, sicher, so, als wenn die Vor allem, wenn es also mit mehrmals Nachtzählen geht, ne, dann sind natürlich die meisten schon, oh, das wird ja noch später. Ne? Also es interessiert die gar nicht, ob das jetzt mit rechten Dingen abgeht oder so. Hauptsache, wir haben irgendwann einen Feierabend, also dann komm, jetzt mach fertig hier. So ungefähr. Unglaublich, ja. Also den Eindruck hatte ich. Es kann sein, dass ich mich getäuscht habe. Naja, gut, das ist dein Eindruck, klar. Aber das ist, es hat keiner großartig darüber geredet oder was angemerkt. Ja. Also das fand ich schon ein bisschen, ich habe ein bisschen schon geguckt, aber es hat keiner reagiert. Ja, sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und wir hören das ja jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch USA. Der Trump sagt ja immer, also wenn er die Wahl verliert, wird er sie anfechten. Das ist ja komisch. Obama hat ja, bevor er gewählt hat, hat er auch gesagt, er wird wahrscheinlich möglicherweise gefälscht. Aber nachdem er gewählt ist, hat er natürlich den Mund gehalten. Das heißt, das Thema Wahlmanipulation, das taucht immer wieder auf. Überall. Klar. Und man hat früher gedacht, ja, das ist in irgendwelchen Bananenrepubliken, da müssen dann Wahlbeobachter von der OSZE oder so hin. Aber dass das bei uns so ist und in Amerika so in wo man sagt, das sind immer so diese Vorzeigestaaten, die, dass es da genauso schlimm ist oder noch schlimmer, das ist frappierend. Das aber es kommt jetzt ans Licht. Ne? Nicht bei uns, ne? Wir nicht beim woanders, korrekten Deutschland. In Russland und in Angola, da passiert das, aber nicht in Deutschland. Aber nicht in Deutschland, also und wir sind mittendrin in der Bananenrepublik. Ne? Ja. Das ich habe auch hier dann, das Witzige war,
ich habe es dann auch ein paar Tage später auch im Internet gefunden. Bundestagswahl 2013, Wahlbetrug ist erwiesene Sache. Und wenn du mal weiterblätterst, zweite oder dritte Seite, ist sogar ein Foto drin, wo von den Zahlen. Das ist, glaube ich, ein Zählergebnis aus Hamburg. Einmal da und noch eins weiter. Ja. Da, dieses Foto. Da ja, steht es richtig kenntlich gemacht genau. drin. Mehr Wähler als Wahlberechtigte. Und Wahlberechtigte, das ist jetzt wo? Das ist aus Hamburg, soweit ich weiß. 2914 Wahlberechtigte, gültige Stimmen 2942. Also... Absolut. Und ich hatte dann diesen Artikel in der Tasche und war dann, ich glaube im Herbst irgendwann, auf der Friedensmahnwache vor dem Hannoverschen Hauptbahnhof. Und da kam das dann auch natürlich zur Sprache mit Wahlbetrug und nichts passiert. Und dann sage ich ja und dann ziehe ich diesen Artikel aus der Tasche. Ja. Und da steht ein junger Mann neben mir und der guckt sich diesen Artikel an, kriegt auf einmal einen roten Kopf und dann sagt er, weißt du, dass der Artikel von mir ist? Und dann sage ich, ach, guck mal an. Ich sage, wo warst denn du an der Wahl?